So, herzlich willkommen zurück. Mal wieder ein neues Video heute. Erstmal vorweg, wir haben morgen Abend wieder lange auf bei uns im Ladenverkauf. Also ihr seid alle wieder herzlich eingeladen, ab 18 Uhr in Langenhagen in der Kopernikusstraße vorbeizukommen. Ich denke, es wird auf jeden Fall wieder recht voll, wenn das Wetter mitspielt. Benehmt euch alle, weil wir wollen in Zukunft das Treffen da weiter haben. Wir sind heute bei Benni. Hi. Weil es geht an Marius Golf weiter. Hallo. Ihr habt schon ein bisschen vorgearbeitet, wie ihr eben gerade schon gesehen habt. Yes. Genau, wir waren ein bisschen fleißig. Was habt ihr gemacht bisher? Wie weit seid ihr? Ja, im Prinzip die Verrohrung soweit fertig. Ne? Mhm. Ich hätte jetzt die Rohre im Prinzip einmal schon mal vorgebaut, hatte die dann einzeln wieder abgenommen und formiert durchgeschweißt. Ne? Das heißt, ich sehe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Zylinder sind schon fertig. Genau. Reicht für dieses Jahr. Der letzte reicht, fehlt noch. So, einer haben wir aufgehoben jetzt. Mhm. Das heißt, du bist auch immer so vorgegangen, ein Rohr komplett bauen, das formiert durchschweißen und dann wirklich Zwischenhälften. Mhm. Okay. Genau. Beziehungsweise in dem Falle sogar erstmal alle 5 gebaut, die dann einzeln formiert. Dann hast du manchmal so ein bisschen Schweißverzug, notfalls nochmal so ein bisschen angepasst und wieder rein. Alles, was mit dem Thema Schweißen zu tun hat, machen wir gleich beim Schweißen. Mhm. Das ist, glaube ich, einfacher zu erklären beim Schweißen. Ja, da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der ein bisschen was wissen will. Ich habe mir da schon so ein paar Fragen überlegt. Und hat alles geklappt, war enge Sache, ging dann doch ganz gut. Ne, ging eigentlich ganz gut, oder? Ja. Also hier ist eher so, wo wir uns jetzt schon Gedanken drum machen müssen oder beim Krümmer machen mussten, Thema Downpipe. Gehen wir später auch nochmal drauf ein, weil das wird ganz schön eng. Da mussten wir auch schon den Krümmerverlauf so ein bisschen für bestimmen. Für bestimmen, ja. Genau. Ich sehe auf jeden Fall, ihr habt mitgedacht und hier damit ein Loch gelassen. Mhm. Da soll wahrscheinlich Ölrücklauf vom Turbolader durch. Genau. Dementsprechend auch lieber ein bisschen größer, nicht dass der gerade so da durchpasst, weil die Röhrchen werden ein bisschen wärmer. Ne? Ja. Und durch dieses S ist natürlich auch der kürzeste Zylinder gleich wie ein Tucken länger geworden. Genau. Ne? Dass das von der Länge her auch ungefähr wieder passt. Ja, krass. Sieht auf jeden Fall schon nach ein bisschen Arbeit aus. Ein paar Stündchen waren's. Ja. Wie viel Krümmer baust du so? Das mache ich eher eigentlich nur so für ein paar Kundenprojekte. Das ist jetzt eigentlich nicht mein Hauptgebiet. Wir machen eher eigentlich Abgasanlagen und Downpipes, das ist eigentlich unser Hauptgebiet. Aber für einen guten Kumpel oder für eigene Projekte haben wir schon immer dann mal einen Krümmer mitgebaut. Aber so ein paar Krümmer hast du schon gebaut? Ja, oder? Ich würde sagen jetzt so 40, 50 Stück oder so. Ja, weil ich stelle mir auch immer wieder die Frage, wie man halt hier so überall so zum Schweißen zwischenkommt. Ja, und so weiter, ne? Ist tricky, aber mit vernünftigem Equipment und sowas geht das dann halt. Ne? Ja. Hier schweißt du das Ding jetzt auch nicht. Also ich kann theoretisch noch krassere Nähte machen, die optisch noch geiler aussehen. Hier ist aber wirklich Funktion voll im Vordergrund. Gehen wir ja gleich mal drauf ein, mit Formieren etc. Aber das ist schon ein bisschen tricky, hier an so die engen Stellen ranzukommen, auf jeden Fall. Ne? Ja, krass. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir das Ganze erstmal wieder ein. Bauen den letzten Zylinder noch zusammen und gucken uns dann mal Thema Downpipe an. Erst Wastepipe oder erst Downpipe? Stelle ich mir gerade selber die Frage, weil es einfach so eng ist bei diesem Auto. Also eigentlich schwierig. Also, weil es sieht ja eigentlich aus, als wenn da so viel Platz ist, aber das hatten wir letztes Mal ja auch schon, ne? Das ist dann eben doch nicht so. Genau, ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Wir stecken das jetzt erstmal so zusammen, soweit wie wir jetzt sind. Und schauen dann einfach mit, was wir anfangen. Vielleicht einfach erstmal so ein paar Bögen aneinander halten von der Downpipe. Ja. Und dann schauen wir, mit was wir wirklich loslegen. Am Ende geht das Wastegate dann hier durch. Ihr seht hier auf jeden Fall, hier kommt der erste Spaß gleich schon. Der Zylinderkopf hat einen ovalen Ausgang, wo ein rundes Rohr rein muss. Genau. 3 Stück sind oval. Und das heißt, da wird gedengelt. Genau, sieht man hier jetzt schon so ein bisschen, ne? Den haben wir schon angepasst, den haben wir schon angepasst. Es geht. Es geht. Aber es ist ein bisschen fummelig, ja. Ja, und Action. Gut. Klar, dann noch einmal mit. So, ich habe leider was Entscheidendes bei mir in der Firma vergessen. Ich muss kurz weg, aber ich glaube, die beiden kriegen das auch alleine mit dem Krümmer. Also pass auf, Marius. Also ich muss auf jeden Fall die Schraube dann da. Genau, also wenn wir hier wenn wir einen Bogen in der Mitte schneiden, auf 45 ungefähr, dann kommen wir hier auf jeden Fall noch locker an die Schraube dran. Lass uns damit erstmal beginnen. Ja. Wir schneiden beim Bogen in der Mitte. Gut, machen wir das. So, damit ihr jetzt gleich ein bisschen was sehen könnt, weil da hinten ist es wirklich sau eng und René, du kannst ja eigentlich fast gar nicht filmen, ne? Wenn wir jetzt unsere Hände da hinten drin haben, ne? Machen wir es jetzt so, wir bauen jetzt nur quasi einmal kurz die Engstelle für euch. Im Auto, dann bauen wir kurz aus, oder? Machen wir am Tisch, damit die was sehen, oder? Also im Prinzip jetzt die drei Teile ran, ne? Genau. Damit wir an diesem Motorhalter vorbeikommen. Hier kannst du ja nochmal filmen einmal. Um diese Stelle geht's. Da muss ich hinterher vernünftig rankommen, um den Motor im Auto festzuschrauben. Und der Rest ist dann eine Optiksache, im Prinzip eine Längensache. Und das können wir ausgebaut genauso gut machen. Genau, machen wir es dann am Tisch. Okay, gut. Okay, kleiner Zwischenstand, ehe wir den Krümmer jetzt ausbauen, haben wir dieses Rohr jetzt soweit erstmal gefertigt, um bestmöglich um den Motor halt da rumzukommen. Und werden das jetzt im ausgebauten Zustand anpunkten und den Rest können wir ausgebaut bauen. Ne? Genau. Sind wir einer Meinung, weil da ist jetzt nichts mehr, was irgendwie platzmäßig wichtig wäre. Wir gehen möglichst dicht an das andere ran wegen der Ansaugung. Und dann ist es für dich mit der Kamera, René, denke ich, einfacher. Ne? Ja, zeig nochmal, wie das Ding ungefähr drin steckt dann. Ja, halten wir den mal rein, oder? Ja. So wird das dann sitzen. Jo, ungefähr, hier wird irgendwie so 6-7 cm ein gerades Stück drauf kommen, analog zu dem anderen Zylinder, zum Zylinder 2. Und dann klappen wir auch wieder 45 Grad an den Kopf ran. Ne? Genau. Ja. Ja, bauen wir aus, oder? Okay. Hast du noch was zum Ranhalten? Ja, das Stück, was ich hier habe jetzt noch vom Rest, das ist ein bisschen lang. Ich muss den hochdrehen, den Lader. Mhm. Ja, und jetzt sieht man leider, dass... Ja, aber nee, wir müssen ja eh noch einen Bogen. Nee, wir können das jetzt hier auch noch ankippen oder so, wenn du möchtest, ne? Wir können ja... Aber wir können auch den Bogen, der dann drauf kommt, also als Beispiel jetzt, wenn wir... Als Beispiel machen wir das jetzt so lang. Dann sind wir bis hier. Ja. Reicht ja, vielleicht ein bisschen mehr noch, so. Und den Bogen drehen wir dann ein, der drauf kommt, oder? Können wir machen. Der ist nahezu perfekt, oder? Ja, vielleicht minimal einkippen dann noch oder so, ne? Also theoretisch müssen wir wieder so ein langes Rohrstück jetzt machen, ne? Ja. Was wir den Zylinder leider wieder auch drücken müssen und dengeln müssen. Ja, oder? Gut, okay. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, mess mal kurz an, ne? Was denn messen? Ungefähr von hier bis zur Schweißnaht. Bis ungefähr wieder zur Schweißnaht. 75. Ja, mach noch ein 75er Stück. Ich hefte das einmal kurz hier dran. Mhm. Hier müssen wir eventuell einmal noch mal ein bisschen den Winkel anpassen. Wichtig ist, dass jeder einmal bei jedem Rohr am Lader dreht. Ganz wichtig. Das ist immer. Dann ist er schon kaputt, ehe es losgeht. Action! Hast du fertig geschnitten? Ja. Wollen wir mal ranhalten? Das müsste auch gerade geworden sein. So. Die Flucht. Das waren jetzt erstmal 75. Können wir einfach noch kürzen müssen, weiß ich noch nicht. Das ist ja nicht schlimm. Warte mal, lass mich mal von der Seite so ein bisschen gucken. Ja, aber das könnten wir in einer Flucht jetzt schaffen. Ja. Okay, im Prinzip könnten wir jetzt hier noch einen kleinen Winkel machen. Genau. Also und dann noch ein gerades Stück. Abschnitt, aber der reicht leider nicht. Reicht der Winkel nicht, ne? Der ist nicht, genau. Wir können das ja mal zusammenpunkten. Genau, dann hängt ihr das mal einmal kurz zusammen und dann können wir vielleicht besser einmal messen. Achso, jetzt hatte ich einen Denkfehler. Der Bogen ist natürlich jetzt, der passt da jetzt nicht mehr zwischen. Achso, wegen Ausmessen meinst du? Na, du kannst aber, pass auf, du kannst... Ja, wir können es theoretisch, kann ich es entweder nebenhalten. Genau, entweder so, dann richtest du dir erstmal aufs Augenmaß aus. Mehr, ne? Ja. Ja, oh, Entschuldigung. Dann lass uns das erstmal so schneiden. Ich hefte das noch zwei, dreimal ein bisschen besser. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Renés Linse verbogen. Ja, und dann ist es besser, Marius, so ranzugehen, weil das hier dieser ovale Zylinder ist. Mhm. Dann können wir mit einem geraden Rohrstück dran. Na, das Problem ist, es ist leicht warm. Nächste Problem ist, der ist zu lang. Genau. Ne, oder? Weil wenn wir das Rohr, was wir jetzt dann haben, platt drücken, dann ist es auch da platt gedrückt, wo... Guck mal, sonst nochmal mit dem kleinen Mess doch noch einfach mal bitte, ne? Weil auf Auge sieht das irgendwie gar nicht schlecht aus. Mit Auge gemessen. Mit Auge gemessen. Auge sagt? Auge sagt 22,5 und auf 26. Okay, Auge. Auge sagt nicht gut. Auge nichts gut. Gut, ja, dann lass uns das da als Basis nehmen. Mhm. Aber hier siehst du, kommen wir ein bisschen zu hoch. Oder? Warte mal, hier muss halt richtig sitzen. Ja. Ja, dann müssen wir 3-4 mm abnehmen, ne? Fast ja, 5. Ja. Ich würde sagen 5 erstmal. Mhm. So, dann halten wir das mal ran, Marius. Mhm. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt sehen wir natürlich... Könnte schlechter passen. Ja, jetzt sehen wir halt ganz klar den ovalen Kanal, ne? Genau, du müsstest jetzt links und rechts parallel gegenüber quasi einen Punkt machen. War ein Strich, ne, oder Punkt? Na, ist egal. Ja. Sondern du weißt jetzt wo. So, und dann jetzt ganz simpel. Aber drückst du das jetzt erst oder verschweißt du das erst? In dem Fall müssen wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen nachziehen. Ja, ne? Das wird uns sofort aufgehen. Und dann müssen wir das erstmal ein bisschen randrücken, ne? Ja. Damit wir auf die Kanalform hier quasi kommen, ne? Bisschen auf die Lochform. Ja, dann würde ich sagen, schweißen. Ja. Hast du irgendwie Zange oder sowas? Für? Das wird ja gleich nicht mehr anzufassen sein, ne? Wir müssen das eigentlich eh gleich dieses Stück fertig formieren. Ich pack das nach hinten. Ah, okay. Mach Formierstopfen rein und gib ihm. Okay. Wir haben gepunktet. Wir haben das schon durchgeschweißt, weil wir es drücken wollen. Genau. Und du hast es formiert geschweißt. Ich habe es gleich formiert geschweißt. Wollen wir mal kurz drauf eingehen? Viele wissen vielleicht nicht, was es ist, oder? Würde ich sagen. Prüf mal ruhig. Im Prinzip eigentlich ganz einfach zu erklären. Also jeder, der schon mal geschweißt hat, außer vielleicht bei Elektrode, wird eine Gasflasche am Schweißgerät gesehen haben, ne? Ja. Und im Prinzip ist es so, du hast hier quasi deine Wicknadel, ziehst über das Material, was du verschweißen willst. Ja. Und hier außen ist eine Gassäule. Die sorgt dafür, dass kein Sauerstoff an die Naht kommt. Ja. Das Problem ist, klar, das funktioniert von außen, aber was ist innen? Innen steht der Sauerstoff im Rohr. Deshalb probierst du jetzt Gas in das Rohr zu leiten, was durchfließt, was innen den Sauerstoff quasi von der Naht vertreibt. Und dann sieht das, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, sieht man innen, sieht die Naht eigentlich aus wie außen. Ja. Das heißt, du hast einen Abgang oder eine zweite Flasche, wie auch immer? Genau. Du kannst zum Beispiel dann das gleiche Schweißgas nehmen, Argon 4,6, oder es gibt auch andere Gase, die du quasi reinleiten kannst. Ja. Und dann sieht die Naht innen und außen gleich aus. Hat ja viel mehr Halt. Hat natürlich viel mehr Halt, genau. Das heißt auch keine Angriffsfläche. Es können jetzt nicht irgendwelche Späne abfallen, ja, oder sowas, ne? Ne, ist schon sehr sauber. Genau. Auch so vom, ich sag mal, Flow her so, ne? Genau, vom Flow her halt sauberer, bedarf keiner Nacharbeit eigentlich. Genau, so, ne? Im Bereich Abgasanlage nicht unbedingt notwendig. Ja. Kann man machen. Du hast aber gesehen, es ist relativ aufwendig, ja, wenn du jetzt jede Naht so halt ziehst. Aber im Krümmerbereich, der halt so viel Temperatur ausgesetzt ist, auf jeden Fall. Kann man Alu auch formieren? Ja, Alu kann man auch formieren. Das geht auch. Okay. No? Chef ist wieder da, kann es weitergehen. Genau. Und was habt ihr geschafft? Eigentlich ja, gar nichts. Nee, eigentlich, dann fahr ich wieder. Eigentlich fertig, wenn du mal kurz schauen möchtest. So quetschen und dengeln müssen wir noch. Genau. So, jetzt sind wir aber hier oben schon dran. Mhm. Wir sind auch schon mal kurz einmal aufs Thema eingegangen, weil wir haben hier ein Stück formiert. Mhm. Kannst du mal anschauen. Mhm. Mhm. Yes. Sieht gut aus, oder? Sehr schön. Genau, also... Drücken wir es jetzt kaputt. Ja, erstmal markieren, weil ist ja die Markierung wieder weg. Genau, die Striche von eben sind weg. Genau, schau ruhig richtig von der Seite. Nimm dir lieber kurz die Zeit. Mhm. Weil das muss jetzt sitzen. Genau, dann haben wir andere Seite. Hast du? Mhm. Gut. Okay. Jetzt erstmal so nach Gefühl einen Schraubstock, ne? Schraubstock, man kann es auch in der Presse machen, aber machst einen Schraubstock. Ich will ja mal den kleinen am einfachsten. Gut, fertig gepunktet. Würde ich sagen, den Rest abbrechen und dann lassen wir es, oder? Genau. Der ist schon so ein paar Rohrbögen aneinander gefriemelt, ne? Mhm. Ja. Ja, hier ist die Schraube, um den Motor festzumachen, deswegen haben wir uns das jetzt so überlegt. Na, gucken wir mal. So, jetzt ab und durchschweißen. Ab, durchschweißen, genau. Und dann am Ende die beiden letzten Nähte. Genau, aber da dann halt mit Verschrauben, ne? Weil sonst ist es gleich krumm. Genau, wir formieren erstmal die Dinger jetzt. Jo, alles klar. Setz mal ab. Zack. Jo. Benni ist schon fleißig am Schweißen hier. Wie gehst du jetzt vor? Warum hast du jetzt genau mit der Naht angefangen und nicht hiermit oder hiermit oder damit oder damit oder damit? Das war jetzt einfach nur, wir hatten hier so eine ganz kleine, leichte Spalte noch und ich habe die zuerst gepunktet, damit ich jetzt nicht so viel Verzug hier dran habe. Die waren jetzt hier wirklich perfekt. Das heißt tendenziell da, wo Spalt ist, musst du schon als erstes anfangen. Na, die punkte ich mir schon, weil wenn ich jetzt hier anfange lang zu ziehen, dann zieht sich das Rohr einfach. Ne? Genau. Okay, das heißt, wenn alle perfekt gebaut werden, hättest du auch ganz normal am Ende anfangen können. Spielt gar keine Rolle. Spielt gar keine Rolle. Bloß ist es im Auto manchmal so fummelig, ne? Man probiert das natürlich schon mehr oder weniger spaltfrei zu machen. Kannst du ja hier mal zeigen. Ne? Und ja, hier jetzt mal so einen kleinen Mühspalt, dann fängst du an. Musst du zwischendrin Pausen machen, irgendwie zum Abkühlen, oder könntest du das einfach jetzt hammerhart komplett durchziehen? Ich könnte jetzt auch eiskalt eigentlich durchziehen. Einfach komplett geht. Genau, mache ich eigentlich auch. Ja. Also ist dabei Edelstahl dann auch egal? Genau, das spielt keine Rolle. Was denkst du, wie gut oder schlecht das am Ende gleich noch reinpasst? Das passt, weil ich das jetzt ordentlich geheftet habe, eigentlich wirklich perfekt. Ah, okay. Also kaum Verzug drin. Genau, da ist dann eigentlich kaum Verzug. Wichtig ist natürlich, dass diese Punkte auch ordentlich davor gezogen haben. Ne? Ja, klar. Also wenn die jetzt irgendwie nur so halbherzig sind, dann ist es gleich ping, ping, ping und dann setzt sich das Material. Ne? Kannst du an der Farbe von der Schweißnaht irgendwas rauslesen, erkennen, irgendwas dazu sagen? Nee, jetzt eigentlich nicht. Das ist einfach nur eine relativ gute Gasabdeckung jetzt einfach gewesen. Okay. Ne? Und genauso ist es halt im Rohr halt auch. Hier sorgen wir dafür quasi, dass das Gas reinströmt. Hier hinten haben wir zugemacht. Ich mache am Ende dann auch immer noch ein bisschen wieder auf, dass es strömt, weil du musst dir vorstellen, wenn wir solche krass engen Spalte haben, dann ist es so, dann strömt das mit hoher Geschwindigkeit raus und Gas drückt sich weg und dann brodelt so die Naht auf. Also später lasse ich es dann sogar so ein bisschen durchlüften. Ja, ich habe das auch schon öfter gesehen, dass hinten einer irgendwie Löcher reinsticht oder irgendwie sowas. Ich lasse das dann so ein bisschen durchlüften, aber da wir jetzt noch genug Luft überall haben, geht es jetzt erstmal so. Also jetzt Vollgas alle Nähte. Vollgas durchschweißen erstmal. Genau. Weiter geht's. Benni ist übrigens ein extrem schneller Schweißer. Also ich habe ja auch schon viele beobachtet immer beim Schweißen. Also du hast auf jeden Fall meistens die... Gas. Aber das ist einfach eine Übungssache. Die krasseste Sache, ne? Ist eine Übungssache. Tendenziell Edelstahl, klar, schweißt man immer ein bisschen schneller als Alu. Einer arbeitet dann zum Beispiel mit ein bisschen langsamerem Tempo. Der muss natürlich auch die Ampere ein bisschen geringer wählen. Ich brate wirklich mit ein paar Ampere mehr und ziehe dann einfach ein bisschen schneller. Aber dafür muss dann halt passen, dass du auch schnell den Zusatz zugeben kannst und so, ne? Genau. Okay. Also am Brenner genauso hart wie am Gaspedal. So in etwa. So, Rohr ist geschweißt und formiert. Sieht auf jeden Fall geil aus. Das sieht jetzt von innen überall genauso aus. Das sieht von innen genauso aus. Also wenn ich das jetzt nicht mit so viel Ampere schweiße, dann mache ich dir auch noch richtige Zaubernähte draus. Ne? Hier ist wirklich Funktion im Vordergrund. Ne? Viel Ampere, warum? Wir müssen halt durchkommen. Also wenn ich jetzt nur mit so ein bisschen drüber streiche, mit 40 Ampere oder sowas, dann schaffe ich den Einbrand nicht. Also richtig Bums, dass es wirklich komplett durchgeht. Ja, ich habe das jetzt mit, glaube ich, 62, 63 Ampere geschweißt. Dann geht das halt richtig durch. Ne? Hat er da schon mal von innen einmal gezeigt? Ja, das haben wir schon gezeigt. Sehr schön, ja, es sieht wirklich tatsächlich aus, innen wie außen gleich. Genau. Yes. Ist halt für den Flow gut dann halt auch, ne? Mhm. Und passt du? Passt. Sehr gut. Wir haben gerade schon mal Probe. Jetzt zeigen Sie, was fertig ist. So, das heißt jetzt wieder anpumpen? Jetzt wieder anpumpen, ist halt echt mühselig, ne? Aber anpumpen, dann hast du noch die Naht und die 6 Nähte vor dir. Genau. Und dann ist Teil 1 von X von Krümmer schon mal. Genau, dann machen wir bestimmt irgendwas abgastemperaturtechnisch haben. Wastegate dürfen wir nicht vergessen, weil sonst gibt es mächtig Druck im Kessel. Stimmt, Wastegate kommt ja auch noch alles. Genau. Bist du soweit, Marius? Hm. Nicht ganz, ne? Ja. Noch wann? Ach, hier ist hier auch noch. Mach mal. Theoretisch müsste man nie rüber. Was heißt für dich rüber? Muss da. Ja. Wenn's geht. Nee. Nee? Warte mal, ich zieh's mir da mal rüber, ja? Achtung. Passt bei dir jetzt? Ja, ja, so lässt es durchgehen. Aber mehr nicht. Nee. Mehr kriegst du nicht. Okay. Mal hier so ein bisschen nach unten drücken. Ja. Drücken nach unten weg, dann können wir da auch schon pumpen. Drückst du? Ja. 1, 2, 3. Okay. Gut. Dann machen wir direkt noch einen, das ist nicht abfällig. Und dann müssen wir den noch ein bisschen anpassen, ne? Ja. Also Flansch an Rohr. Ja. Das heißt, lade ab? Ja, krass. Das heißt, weitere Vorgehen ist jetzt durchschweißen, ein bisschen dengeln, durchschweißen, wahrscheinlich von innen verschweißen. Jo. Volles Programm. Ich würde sagen, zum Abschluss stecken wir das Gerät jetzt nochmal da rein. Machen wir. Dann können wir noch einmal gucken, wie das Ganze so aussieht. Ja. Und dann sind wir nämlich schon wieder durch für heute. Ja, hat sich doch wieder ganz gut gezogen heute, ne? Wird schon dunkel. Deswegen so viel zum Thema Krümmerbau heute. Sieht auf jeden Fall gerade so die Perspektive von hier irgendwie geil aus. Dadurch, dass diese Rohre so um den Sammler rumgehen und dann hinten wieder hoch, ne? Hat irgendwie was. Ja, definitiv. Also ich denke mal auch die Laderposition und alles, da sind wir glaube ich schon dem sowohl dem optischen als auch wahrscheinlich dem technischen sehr nahe gekommen, dem perfekten, ne? Ja, denke ich auch. Sehr geil. Okay. Weiter durchschweißen, flexen, dremeln und so weiter. Ist noch ein bisschen Arbeit, ne? Und dann kommt ja erst noch alles drumherum mit Ansaugung, Druckrohr, Downpipe, Wastegate, Sensoren und so weiter. Das heißt, es wird nicht langweilig. Ein paar Teile haben wir noch, aber so kriegt er wenigstens jede Menge Material. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.